Die EZB hat gerade eben den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Bedeutet es, dass du jetzt eine Immobilie besonders günstig finanzieren solltest und möglichst schnell eine kaufen solltest? Bleib dran und ich verrate dir genau das in diesem Video. Die EZB hat die Leitzinsen um 0,25 Prozent gesenkt. Wir erinnern uns, es ging das Treppchen hoch 2022. Die Zinsen waren ganz unten, sind dann hochgegangen auf 4 Prozent und zweimal hat die EZB jetzt schon die Leitzinsen gesenkt. Bedeutet, das Geld, das die Bank sich von der EZB leiht, um es dir weiterzugeben als Immobilieninvestor für ein Immobiliendarlehen, das Geld ist für die Bank jetzt gerade wieder günstiger geworden. Wenn wir uns das Zinschart der Interhyp für die letzten Monate anschauen, dann sehen wir aber, dass Baufinanzierungen in den letzten Wochen, Monaten auch schon bei 3, niedrig Prozentpunkten waren. Warum ist das so? Weil die Banken, wenn sie dir eine 10-Jahres-Kondition zusichern, das auf Basis ihrer eigenen Prognose machen, wie sich eben in dem Fall die Zinsen über die nächsten 10 Jahre entwickeln werden. Ich sage, die 0,25%, die es jetzt runterging, die sind schon lange in den Bauzinsen eingepreist. Damit Immobiliendarlehen in den nächsten Monaten noch günstiger werden, müsste die EZB noch schneller die Zinsen senken, als das eh schon erwartet wird. Und das passiert dann, wenn die Inflation sich noch besser und klarer beruhigt, als man das aber irgendwie auch schon erwartet. Ich würde also nicht darauf warten, dass die Zinsen noch allzu stark runtergehen, speziell in den nächsten Wochen nicht. Wenn du erfolgreich Vermögen aufbauen willst mit Immobilien, dann musst du was tun, richtig Immocation folgen.